Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Nicole Lonzek, Marketing- und Digitalexpertin bei Ioneers. Und mit ihr sprechen wir über den Stand der Digitalisierung in Deutschland. Frau Lonzek, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie uns mal wieder besuchen und wir in das große, weite, spannende Feld der Digitalisierung eintauchen. Schön, dass ich wieder da sein kann. Digitalisierung, Transformation. Ich nehme die Begriffe gar nicht so gerne in den Mund, weil das sind natürlich immer so riesengroße Buzzwords. Und deswegen freue ich mich aber auch sehr, dass ich heute in einen Teilbereich mit Ihnen einsteigen darf. Und zwar ist das die Automatisierung, die natürlich auch in jedem Unternehmen eine Bedeutung und Wichtigkeit hat. Denn eine Automatisierung von Prozessen und natürlich auch von Abläufen, eine systematische Erfassung von Daten und so weiter, gehört natürlich in diese Prozesse mit dazu. Welche Arten von Prozessen eignen sich denn überhaupt für eine Automatisierung? Vielleicht fangen wir damit erst einmal an, um in das Thema einzusteigen. Ja, sehr gerne. Im Prinzip jeder Prozess, ja, also jeder große Prozess, also es kann aus allen möglichen Industrien sein. Ich gebe Ihnen mal gerne ein Beispiel. Zum Beispiel im Marketing. Ja. Alle Aktivitäten, die ich auf meiner Website habe, die kann ich automatisieren. Also sprich, Sie gehen auf eine Website, ja, schauen sich einen bestimmten Inhalt an oder schauen sich ein bestimmtes Produkt an und im Hintergrund die ganzen Abläufe, ja, also alles, was passiert, alles, was ich als Tracking-Daten zum Beispiel habe, das ist komplett automatisiert. Das geht Stand heute schon, ja, aber das kann man auch noch wunderbar ausbauen mit den Möglichkeiten, wenn wir zum Beispiel bei Predictive Analytics gucken oder wenn wir dann in das KI-Thema einsteigen, weil das machen wir jetzt heute nicht auf. Ja, aber da zum Beispiel kann man wunderbar automatisieren im Marketing. Wenn wir uns eine andere Industrie anschauen, zum Beispiel die Elektronikentwicklung, da kann man auch super automatisieren. Also überlegen Sie sich, ein Elektronikentwickler, der braucht heute irgendwas zwischen 4 bis 6 Wochen, um eine Leiterplatte zu designen. Das ist ganz schön lang und Leiterplatten sind überall verbaut. Also überall, wo Elektronik ist, braucht es eben genau diese Platten. Und da ist es möglich, den kompletten Prozess vom Design bis hin zur Qualitätssicherung zu automatisieren. Ja, und dann habe ich ein Design innerhalb von 3 oder 4 Stunden vorliegen, anstatt von 4 bis 6 Wochen. Und das ist ein riesengroßer Fortschritt, sowohl finanziell als auch, wenn wir den Zeitaspekt zum Beispiel berücksichtigen. Oder gehen wir in die Logistik. Ja, auch da kann man alles komplett automatisieren, also von der Verpackung bis hin zur Lieferung. Also ja, die Möglichkeiten sind total vielfältig. Ich glaube, was es braucht, ist ein bisschen Kreativität an der Stelle. Können Sie uns vielleicht ein Beispiel für ein erfolgreiches Automatisierungsprojekt an die Hand geben? Ja, sehr gerne. Also ich würde gerne nochmal auf die Elektronikentwicklung zurückkommen. Es gibt eine Firma, die sitzt in München, für die ich bislang auch tätig war. Es ist Celus. Ja, da wird genau Elektronik automatisiert. Und zwar eben mit Hilfe von einer Software, also Software as a Service. Ja, und Sie können sich das so vorstellen, Sie haben x-tausende Designs von Elektronikentwicklern oder von Elektronikingenieuren, ja, die bereits ja schon vorhanden sind, also weil Elektronik ja schon seit vielen, vielen Jahren entwickelt wird. Und diese Designs, die kann die Software nehmen, kann die auslesen, verstehen, ja, dann gibt es ein Pattern Matching, also es wird nach Mustern gesucht und dann auf dieser Basis, also alles, was ich in diesem großen Datensatz habe, kann ich das dann nehmen und für mein neues Design, also mit den neuen Anforderungen, kann ich das dann nehmen und entwickeln, ohne dass ich noch einmal diesen ganzen Aufwand habe vom Design bis zur Qualitätssicherung, weil ich weiß ja, dass alles, was dort in meiner Software bereits vorhanden ist, bereits geprüft wurde. Ja? Und dann kann ich sogar hergehen und sagen, okay, ich möchte noch zusätzliche Anforderungen an dieses Design stellen. Es muss kostengünstiger sein als das vorherige. Es muss kleiner sein, weil unsere Technologie, die wird ja immer kleiner. Ja? Und all das kann ich nehmen und kann da reinpacken. Ja, und dann habe ich einen super Automatisierungsprozess und die Ingenieure, ja, die sind deswegen trotzdem nicht arbeitslos, sondern die setzen sich dann an neue Designs, ja, oder sie setzen sich an neue Probleme. Und das ist ein ganz, ganz großes Beispiel, wo man eine komplette Industrie zum Beispiel transformieren kann tatsächlich. Ja. Weil bislang gab es es so weder in Deutschland noch global. Und welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei dieser Optimierung?
In dem Fall ist es sogar eine untergeordnete Rolle. Also man darf Automatisierung nicht mit KI gleichsetzen. Das passiert leider ganz oft. Aber nicht überall, wo Automatisierung draufsteht, ist auch KI drin. Und ganz oft würde ich mir wünschen, dass auch neben der künstlichen Intelligenz auch menschliche vorhanden ist. In dem Beispiel von Celus, da ist Machine Learning mit involviert, aber wie gesagt, das spielt in dem Fall nur eine untergeordnete Rolle. Wichtig an der Stelle ist, und das ist egal, wo wir uns Automatisierung anschauen, ist, dass die Daten, die wir verwenden, sauber und gut strukturiert sind, weil das ist ganz, ganz oft ein Problem. Also neben der mangelnden Fülle an Daten, ja, die Unternehmen ganz oft beklagen, haben wir viel öfter das Problem, dass die Daten nicht sauber strukturiert und aufgebaut sind. Sie sind Expertin für Automatisierung von Prozessen. Sie haben uns einige Beispiele mit an die Hand gegeben heute. Wie hoch sind denn die Erfolgsaussichten bei solchen Transformationsprojekten im Bereich der Prozessoptimierung, die derzeit auch branchenübergreifend angestoßen werden? Also ganz generell kann man sagen, die sind sehr gut unter der Voraussetzung, dass man eben vorher seine Hausaufgaben macht. Also zu den Hausaufgaben würde ich eben zählen, dass man mit der IT-Abteilung sich vorher eng austauscht, dass man die Daten, die man hat, bereinigt, dass man versucht, auch mit Kunden zum Beispiel in den Austausch zu gehen und da eben noch einmal zum Beispiel mehr Daten zusammenfasst oder bessere Profile erstellt. Ja, das funktioniert ja auch ganz gut. Dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit zum Erfolg. Ja, wenn das aber nicht gegeben ist, dann landen wir wieder mehr so in der Schiene der Transformationsprojekte und da scheitern sie dann wieder ganz oft. Dann vielleicht nochmal als Abschlussfrage zusammengefasst. Was muss ich denn tun, damit eine Digitalisierung, jetzt habe ich es doch nochmal gesagt, und auch eine Automatisierung von Prozessen, eine Transformation von einem Geschäftsmodell, sei es jetzt auf dem Produktbereich oder Dienstleistungsbereich, dass das erfolgreich wird? Vielleicht nochmal so die wichtigsten Bullet Points. Ja. Jetzt haben Sie natürlich drei große Themen in einem Satz angesprochen. Also zum einen ist es so, ja, dass wir uns ganz generell einfach mutig und offen dem Thema gegenüber aufstellen müssen. Also ich glaube, das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Dann der nächste Punkt, wie ich es angesprochen hatte, ist die Datengrundlage. Die Daten müssen sauber sein, die müssen bereinigt sein und am besten auch in ausreichender Form vorhanden. Ja, dann funktioniert das auch. Dann der nächste Punkt ist eben eine klare Vision, eine klare Strategie zu haben. Und es ist völlig egal, ob das ein Automatisierungsprozess ist oder ob das Digitalisierung als Großes ist oder für die Unternehmen irgendwelche digitalen Transformationsprojekte. Also da sind die Voraussetzungen alle die gleichen. Und dann ist es tatsächlich auch so, etwas, was wir ganz oft leider, glaube ich, in der Flut der Digitalisierung verlieren, ist, dass wir lernen müssen, wieder mehr mit Menschen zu kommunizieren und untereinander zu kommunizieren. Und das auch eben auf sehr persönlicher Ebene, aber eben auch in den Unternehmen oder auch, wenn wir gucken, wie die Politik damit umgeht. Also ich glaube, hier kann man ganz, ganz viel einfach mit Kommunikation lösen. Ja, und dann gibt es für jeden einzelnen dieser Buzzwords, ja, oder jeden einzelnen dieser Prozesse, gibt es Strategien, wie man das am besten umsetzen kann. Aber ich glaube, mit Kommunikation, mit einer klaren Strategie, ja, und mit ausreichend Daten ist man schon mal ganz gut aufgestellt. Das kann ich so unterstreichen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und Sie haben so ein großes Wissen an Expertise. Es macht so viel Spaß und vielleicht kommen Sie mal wieder. Dankeschön. Sehr gerne. Ich habe zu danken.